Frau Elisabeth Braumann und Herr Josef Braumann. Frau Braumann, warum haben Sie sich entschieden für den Neubau eines Milchviehstalls? Als erster war einfach die Überlegung, die Liebe zur Landwirtschaft, die hat einfach gesiegt für die Milchwirtschaft, und die beengte Hoflage, was wir gehabt haben, hat eigentlich keinen Umbau zulassen. Es war ein Anbindestall, über 60 Jahre alt, und die Arbeitsweise war halt sehr anstrengend und beschwerlich. Darum haben wir uns entschieden, dass wir auf die grüne Wiese neu bauen. Mit dem Bau dieses Milchviehstalls wurde erstmals ein Duo-Modul-System Rind der Firma Wolf System und Schauer realisiert. Herr Braumann, wieso haben Sie sich für dieses Modell entschieden? Die grundlegende Entscheidung war einfach, die Bauzeit zu verkürzen, dass man einfach schneller die Bautätigkeit vonstatten bringt. Das andere hat natürlich gewisse Vorteile, vor allem mit den Schieberbahnen, mit dem Kammsystem, was sich dann ergeben hat, dass man einfach auch dem Tierwohl damit rechnen kann. Der Milchviehstall ist einer der modernsten Ställe in Österreich. Er ist sehr gut technisiert. Herr Braumann, wieso haben Sie sich für so viel Technik entschieden? Bezug nehmen wir auf die Fütterungstechnik, war das Grundsätzliche da einfach, wenn man eine Leistung für die Tiere haben will, einfach eine regelmäßige, gute Futtervorlage braucht. Wir sind mit dem Bauernhaus ca. 300 Meter weg. Das heißt, es war nicht die Möglichkeit, dass man da täglich dann danach geht, täglich mehrmals und die frische Futtervorlage macht. Dadurch ist die Entscheidung zum Fütterungsroboter gefallen. Es war uns auch wichtig, dass man die tägliche Arbeit erleichtert, weil man das in Bayern beim alten Anbindestall kennt hat, dass die körperliche Arbeit auch sehr anstrengend ist. Mit der mehrmaligen Futtervorlage da ein großes Problem eigentlich gelöst haben. Die Anlage ist aus dem entstanden, weil für die Futtervorlage auch Stroh bzw. das Heu der Ration bei den Milchkühe bzw. auch bei den Kolbenen vorgelegt werden sollte. Und dadurch hat sich dann die Einstreuanlage ergeben, die was dann in Kombination daraus eigentlich ideal ist. Arbeitserleichterung, weil wir in den Anbauindustrie sehr viel körperliche Arbeit gehabt haben, und es werden in der Landwirtschaft eigentlich die Arbeitskräfte immer weniger, und man hat dann viel Arbeiten händisch zu erledigen. Das ist jetzt ein richtiger Gewinn für uns mit der automatischen Fütterung, weil es wird täglich viel sportlich und so hier, und eigentlich der Zeitgewinn, was wir jetzt haben, das ist auch sehr gut für uns.